Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Zu Jahresbeginn ein heißes Eisen, und zwar die Frage nach der Verlierbarkeit des Heils. Ist das Heil verlierbar, ja oder nein? Ich glaube, dass beides in der Bibel beschrieben wird. Es wird beschrieben, dass das Heil verlierbar ist, und es wird beschrieben, dass das Heil nicht mehr verlierbar ist. Wir finden für beides Bibelstellen. Und wir dürfen die Bibel nicht lesen wie eine Bedienungsanleitung, um in den Himmel zu kommen. Das ist sie nicht. Sondern die Bibel ist lebendiges Wort Gottes an Menschen, die durch Gottes Geist lebendig geworden sind. Und die durch Gottes Geist dieses Wort auslegen können. Die Bibel gilt für 8 Milliarden Menschen. Ja? Und jeder Mensch hat eine andere Lebenseinstellung, eine andere Philosophie, wegen mir einen anderen Glauben, einen anderen Lebenswandel, andere Wertevorstellungen. Da gibt es 8 Milliarden Menschen mit verschiedenen Lebensansätzen, und da gibt es nicht ein Patentrezept, das für jeden gilt, egal wer es ist, ja? Sondern die Bibel kennt beides. Das klingt zunächst etwas seltsam, weil man dann so eine Beliebigkeit in der Bibel vermutet. Aber ihr seht allein schon daran, dass es so viele Auseinandersetzungen gibt im Internet über dieses Thema. Der eine sagt, das Heil ist verlierbar, die anderen sagen, das Heil ist nicht verlierbar. Und beide Seiten haben Bibelstellen dafür. Und jetzt gibt es natürlich große Diskussionen darüber, ist das Heil verlierbar, ja oder nein? Und diese Diskussion, die ist auch schon lange. Ich glaube, dass man beides in der Bibel findet. Man findet sowohl, dass das Heil nicht mehr verlierbar ist, als auch, dass das Heil verlierbar ist. Beides ist in der Bibel vorhanden. Und die Frage ist jetzt, ob wir, die wir durch Gottes Geist lebendig geworden sind und Gottes Willen und Wesen kennen, ob wir zum richtigen Zeitpunkt das Richtige aus der Bibel anwenden auf Menschen und deren jeweilige Situation, die wir vorfinden. Und da fängt Weissagung an. Ja, ich bin also ein stocknüchterner Mensch. Ich mag diese ganze Pseudo-Weissagung, die man oft in charismatischen Kreisen hat, überhaupt nicht. Und trotzdem gibt es Weissagung, auch im Neuen Testament. Wenn ich jemanden finde, der Angst hat, verloren zu gehen, der sagt, ich leide unter meiner Sünde, Jesus kann mich nie so annehmen, wie ich bin, dem kann man sagen, du kannst die Gnade nicht verdienen. Die Gnade ist mit dir. Die Gnade wird dir einfach geschenkt, und zwar unverdienterweise. Jesus sagt, die Gesunden brauchen des Arztes nicht, ja, sondern die Kranken. Das heißt, Jesus ist nicht für die Gerechten gekommen, sondern für die Sünder, für die, die erkennen, dass sie Sünder sind und unter ihrer Sünde leiden. Für die ist Jesus gekommen, und denen sagt er, wenn ich meine Hand auf dich lege, gehst du nie mehr verloren. Ja? Jesus sagt ja auch, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Niemand. Paulus sagt in 1. Korinther 15, wer will denn noch wieder uns sein? Ja? Tod oder Leben oder Engel oder Fürstentümer oder Gewalten, gegenwärtiges, zukünftiges, nichts kann uns mehr reißen aus der Liebe Gottes. Ja? Das ist das absolute Heil. Wenn es die Verlierbarkeit des Heils gäbe, dann gäbe es auch keine Heilsgewissheit. Dann gäbe es auch keine Freude im Glauben, keinen Frieden im Glauben. Ja? Es gibt aber diesen Glaubensfrieden, es gibt dieses Eingehen in den ewigen Sabbat, den Christus uns erworben hat. Ja? Einen Sabbat, an dem wir von unseren Gesetzeswerken ruhen und gewiss sind, dass wir zum Heil gefunden haben. Das gibt es ja in der Bibel. Also muss es auch Heilsgewissheit geben, und Heilsgewissheit hängt damit zusammen, dass man das Heil nicht mehr verlieren kann. Auf der anderen Seite gibt es aber wieder Bibelstellen, wo Paulus dann auch sagt, Demas hat die Welt liebgewonnen. Ja? Und da steht dieses liebgewonnen, da steht im griechischen Text Agape. Demas hat die Welt Agape, er hat die Welt lieb gewonnen. Und der, in dem die Liebe zur Welt ist, in dem ist die Liebe zum Vater nicht, schreibt Johannes im 1. Johannesbrief. Und an die Kolosser schreibt er Ähnliches. Ja? Er sagt auch, dass sie das Heil haben, wenn sie es denn dann so annehmen und behalten, wie sie es auch am Anfang angenommen haben. Also es gibt durchaus in der Bibel eine Perspektive, wo jemand das Heil wieder verlieren kann. Und jetzt haben wir beides. Das heißt, mit beiden Bibelstellen können wir den Verzagten trösten und den Stolzen und Hochmütigen, den Namenschristen, der meint, er könnte alles in seinem Leben tun, ja, und jegliche Sünden begehen und würde trotzdem zum Heil kommen, den können wir ermahnen. Wir können mit diesem Wort beides tun.
Was oft passiert in den Gemeinden ist, dass der Verzagte ermahnt wird und der Hochmütige wird noch ermutigt. Ja? Dass man also das Wort Gottes vollkommen falsch anwendet. Das passiert natürlich auch. Das ist aber eine Frage der Anwendung und nicht eine Frage des Wortes Gottes. In der Bibel selber steht davon, dass man das Heil verlieren kann und dass man nie mehr das Heil verlieren kann. Ja? Die Bibel zeigt uns die irdische Perspektive und die himmlische Perspektive. Deswegen ist sie ja Gottes Wort. In der irdischen Perspektive ruft die Bibel zur Umkehr auf, zur Buße, zum Glauben. Der Mensch soll sich bekehren, umkehren zu Gott. In der himmlischen Perspektive sagt die Bibel, du kannst dich überhaupt nicht bekehren, Gott muss dich bekehren. Bekehre du mich, dann bin ich bekehrt, übersetzt Luther einen der Psalmen. Ja? Die irdische Perspektive sagt, wenn du nicht aufpasst und wenn du weiter in deinen Sünden verharrst und bleibst, dann gehst du mit deiner Bibel in die Hölle, dann gehst du wieder verloren. Die himmlische Perspektive sagt, da wo Christus etwas Neues angefangen hat in einem Menschen, da bringt er es auch zu einem guten Ende. Timotheusbrief, Paulus. Ja? Da gilt die Aussage, dass Jesus sagt, die, auf die er seine Hand gelegt hat, die gehen nie mehr verloren. Niemand wird sie mehr aus seiner Hand reißen. Das heißt, wir haben also in der Bibel beide Perspektiven. Wir haben die irdische Perspektive mit der menschlichen Verantwortung und gleichzeitig eine himmlische Perspektive, in der die Verantwortung nur bei Gott ist. Und diese beiden Positionen, die stehen diametral gegenüber und die widersprechen sich. Und jetzt gibt es halt Gruppen, die neigen mehr zu der einen Richtung, ja, und die haben Angst, dass Menschen in allen Sünden leben wollen und dann verloren gehen. Deswegen wollen sie ermahnen und die anderen wollen trösten und wollen sagen, nein, wer einmal zum Glauben gekommen ist, wer wiedergeboren ist, der ist ewig gerettet, ja. Und ich muss sagen, da steht beides in der Bibel. Und die Frage ist jetzt, was machen wir denn damit? Naja gut, wir müssen auch unterscheiden zwischen dieser Art, wie die Bibel spricht, wie sie von ewigen Dingen spricht und wie sie von irdischen Dingen spricht. Wie sie von der irdischen Verantwortung des Menschen spricht und wie sie von der ewigen Verantwortung Gottes für uns spricht. Wie sie vom ewigen Heil in Christus spricht und wie sie von der Möglichkeit spricht, dass ein Mensch aufgrund seiner Sündhaftigkeit auch wieder verloren geht. Ich persönlich kenne Menschen, die sich zu Jesus Christus bekehrt haben und dann doch wieder abgefallen sind, ja? Und vom Glauben nichts mehr wissen wollten. Ja? Also ich kenne so jemand auch persönlich, aber es geht ja nicht darum, um das, was wir sehen oder was wir erleben, sondern es geht zunächst mal um das, was geschrieben steht. Und in der Bibel finden wir beides. Und beides scheint sich zu widersprechen. Das ist aber nicht der einzige Widerspruch, den wir in der Bibel finden. Ein viel größerer Widerspruch ist der, dass Jesus ganz Gott und ganz Mensch war. Das ist der größte Widerspruch in der Bibel. Und beides gilt gleichzeitig. Ja? Gott wurde Fleisch, ja? Gott kam ins Fleisch, Gott wohnte in Christus leibhaftig und in Fülle. Und gleichzeitig war Jesus ganz Mensch. Das ist der größte Widerspruch, den wir kennen. Ja? Und beides finden wir zusammen. Wir finden Jesus in seiner Gottessohnschaft, in seiner Allwissenheit, in seiner Allmacht. Zum Beispiel auf dem Berg der Verklärung. Und wir finden Jesus in seiner Schwachheit, in seinem Menschsein, zum Beispiel auf Golgatha. Also wir finden beides in der Person Jesu vereint. Und deswegen finden wir auch beides, dass man verloren gehen kann und dass man nie mehr verloren gehen kann. Die Verlierbarkeit des Heils und die Unverlierbarkeit des Heils. Beides finden wir in der Bibel. Und es wäre töricht, die eine Seite vollkommen außer Acht zu lassen zugunsten der anderen. Oder umgekehrt, ja? Sondern wir müssen auch hier beides nebeneinander sehen. Und da fängt dann etwas an, was ich durchaus als Weissagung bezeichnen würde. Nämlich den Hochmütigen, den Stolzen, den heuchlerischen Sünder zu vermahnen und zu sagen, wenn du so weitermachst, gehst du mit deiner Bibel und mit deinem Glauben in die Hölle. Und auf der anderen Seite jemand, der verzagt ist und der unter seiner Sünde leidet, zu trösten damit und zu sagen, Jesus ist für Sünder gekommen, nicht nur für theoretische Sünder, sondern für echte, praktische Sünder und der scheinst du ja zu sein. Und dadurch, dass du leidest darunter, merkst du ja, dass da was ist in dir, was den widerstreitet. Ja? Das ist ein Zeichen dafür, dass du ein Kind Gottes bist. Und Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen, nicht mal mehr der Satan. Da sind plötzlich wir gefragt. Ja? Also wir, die wir Gottes Wort anwenden auf Menschen, die um uns herum sind, wir sind da gefragt. Da stehen plötzlich wir im Fokus und nicht die anderen. Nicht Gottes Wort, sondern wir, wie wir mit Gottes Wort umgehen. Ihr dürft nicht den Fehler machen und die Bibel wie eine Bedienungsanleitung lesen. So als ob das eine Bedienungsanleitung wäre, wie man denn orthodox gläubig ist und orthodox recht dann auch in den Himmel kommt und vor Gott recht ist. Die Bibel ist nicht Buchstabenwerk.
Denn sonst wäre sie ja genauso wie der Gesetz wie im Alten Testament. Dann würden wir aus Christus wieder einen Mose machen, wie Luther schreibt, ja. Dass wir aus Christus, der uns das Evangelium gebracht hat, die frohe Botschaft, das lebendige Wort Gottes, würden wir dann wieder zu einem Buchstabenglauben machen, wie im Alten Testament, zu einem Gesetzgeber. Christus würde zu einem Gesetzgeber, wie Mose das gewesen ist für das Volk Israel im Alten Bund. Dann würden wir ja Alttestamentler sein. Und das ist der Punkt, da geht es im Eigentlichen und im Kern drum, ja. Deswegen nennt Luther das, aus Jesus wieder einen Mose machen. Man darf die Bibel nicht als Bedienungsanleitung lesen. Die Bibel ist lebendiges Wort für lebendig gewordene Menschen in Gottes Geist. Und die Weissagen, die sind Gottes Wort an die Welt, in der sie leben, auf ihrer Arbeitsstelle, an der Uni, in der Schule, wo auch immer Gott uns hingestellt hat, sind wir Gottes Wort an die Menschen. Und wir haben auf der Grundlage, auf der Basis der Heiligen Schrift die Möglichkeit, beides einem Menschen zu sagen. Ja? Du gehst nie mehr verloren und pass auf, sonst gehst du verloren. Wir können beides sagen und haben Rückendeckung durch Gottes Wort. Die Frage ist aber, ob wir so weit gewachsen sind, uns selbst so weit kennen und uns selbst so weit vor Gott verstanden haben, dass wir das auch auf andere Menschen anwenden können, ihnen zum Heil, entweder zur Warnung oder zur Tröstung. Ja, das ist meine Sicht zu dem Thema Unverlierbarkeit des Heils. Ich höre das dann und wann, dass im Internet das immer wieder mal bewegt wird, dass man im Internet auch darüber spricht und auch zum Teil harte Auseinandersetzungen führt. Ja, die einen machen sich stark für die eine Position, die anderen machen sich stark für die andere Position. Beide haben ihre Bibelstellen und meiner Meinung nach sind diese Bibelstellen beide vorhanden in der Bibel. Und man muss beide irgendwie zusammenbringen und das geht nur durch Gottes Geist. Ja? Genauso wie wir die Menschheit Jesu und die Gottheit Jesu zusammenbringen in ihm. Genauso wie in ihm die Heiden und die Juden vereint sind zu einem neuen Leib in Christus, Epheserbrief. Ja? So bringen wir auch zusammen, dass die Bibel sagt, du kannst nicht mehr verloren gehen. Genauso wie die Bibel auch sagt, du kannst wieder verloren gehen. Ja? Das tun wir durch Gottes Geist. Mit Gottes Wort, wenn Gott Gnade gibt. Ja? So ist da meine Sicht zu. Ich glaube, es macht keinen Sinn, sich darüber zu streiten, sondern ich glaube, wir sollten da klug sein und sollten vielleicht auch die andere Seite hören. Die Wahrheit liegt bei diesem Thema nicht in der Mitte, sondern die Wahrheit liegt bei diesem Thema oberhalb, bei Gott, bei Gottes Geist, bei Christi Geist. Denn der macht uns dieses Wort verstehen. Und lässt uns das gut und recht anwenden. Auf uns selber zuerst und wenn es sein soll und vielleicht sein muss, dann auch auf andere. Ja. Und da wünsche ich euch Gottes Segen zu, dass ihr das unterscheiden könnt, wann ihr einen Menschen ermahnen müsst und wann ihr einen Menschen trösten dürft. Wann ihr euch selbst ermahnen müsst und wann ihr euch selbst trösten dürft. Durch Gottes Gnade in Christus. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.